Ja, es ist ein Kreuzungsunfall zwischen zwei PKWs, momentan drei Verletzte. Die Feuerwehr ist alarmiert worden, einmal um das Ganze abzusichern, um Erstmaßnahmen mit zu unterstützen und bei den PKWs dann eben die Batterie abzuklemmen, dass keine Brandgefahr ist. Wir warten jetzt eben so lange, bis die Verletzten alle letztendlich versorgt sind, transportiert sind. Dann schauen wir, dass wir die Straße frei kriegen und dass wir es baldmöglichst wieder freigeben können. Das dürfte erfahrungsgemäß recht bald auch der Fall sein. Ja, wir sind mit vier Fahrzeugen da und das bedeutet ungefähr 12 Personen, 12 Feuerwehrleute.